So, dann kommen wir mal wieder weiter zu neuen Missionen hier bei Jump Force. Was haben wir denn noch offen an Schlüsselmissionen? Der Pegasus-Ritter. Natürlich wollen wir diese Mission versuchen. Was für eine Frage ist das denn? Ja, Mikro ein bisschen mehr zu mir. So, ich habe euch zusammengerufen, damit ihr das neueste Mitglied der Jump Force begrüßt. Tut mir leid, kein Interesse. Aber hört mich doch wenigstens zuerst an. Als seine Heimatwelt von den Venoms angegriffen wurde, war er einer derjenigen, die sich erhoben und gekämpft haben. Aber nun steht er unter der Kontrolle eines schwarzen Kubus. Wo ist er jetzt? New York. New York. Das wird eine gefährliche Mission, aber ich weiß, du kannst es schaffen. Was auch sonst, wenn es nicht wieder dieser behinderte Gegner ist mit seiner fucking Abwehr, dann schaffen wir sie alle. Ja, so wird es nämlich sein. Pah, na gut, ich mache es. Ah, okay, der. Ich habe diese Serie niemals geguckt. Deswegen habe ich keine Ahnung, was es in der Serie eigentlich geht. Ich glaube, es ist auch eine recht alte Serie. Bum! Na komm her. Aua, halt! Alter! Ich hab keine Energie mehr. Hä? Ich hab gar nichts gemacht. Alter. Ja, Mann. Zack. Und weg mit dir. Bam, bam. Nein, voll reingeflogen. Hä? Ich hab's aber irgendwie, glaube ich, abgewehrt. Oder auch nicht. Shit, verdammte Kacke. Nein, voll reingeflogen. Oh. Nein. Ja, das machen wir gleich nochmal. Ja, wir wollen den Kampf neu starten. Mann. Oh. Nervig. Wusa. Komm schon, hinterher. Was? Wow. Abwehr. Was? Und hin. Ja, komm schon. Ja, Mann. In die Fresse. Bam. Ja, ihr habt abgewehrt. Nein, Controller. Abwehr. Hallo? Oh Mann, und nochmal erneut kämpfen, natürlich. Ich verstehe es nicht, wie man diese Abwehren durchdringen kann. Wenn ihr da irgendwas wisst, schreibt es mal in die Kommentare, ey. Mann. Oder ich muss nachher echt mal googeln, wie man eine Abwehr durchbricht. Wow, was war das für... Hä? Was war das jetzt? Ich habe keine Ahnung, wie ich das eigentlich mache.
Nein. Irgendwie in die Luft köpft. Ach Mann. Komm schon! Ja, Mann! Meine kam zuerst! Heilige Kacke! Errungenschaft vereinigt euch freigeschalten! Mann! Ich glaube, ich muss echt nochmal die Tutorials spielen oder sowas. Ich habe echt keinen Plan. Er weiß vielleicht nicht mehr, wer er ist. Wohl aber, wie man kämpft. Zane, du bist dran. Umbras Kubos wird geborgen. Warum mache ich immer Zane? Das machst du eh alles, der Roboter. Ich glaube, Navigator oder so heißt er. Mann, oh Meta, ey. Die immer mit ihren Abwehren. Boah. Gute Arbeit, Sasuke, Zane. Du musst Saya sein. Willkommen in der Umbra-Basis. Wenn ich euch Probleme bereitet habe, entschuldige ich mich. Ach was, schon vergessen. Alles, was zählt, ist die Zukunft. Du hast recht, danke. Tut mir leid, dass ich so spät komme. Der fehlt uns gerade noch. Hey Direktor, wer ist das neue Mitglied von Team Gamma? Ich bin Pegasus Saya und einer des Saiyans von Athena. Es ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen. Gii! So, dann hauen wir gleich mal die nächste Schlüsselmission raus. Der Drachenritter! Ich glaube, das wird wieder einer von diesen Typen sein. Da gibt es noch diesen anderen, der irgendwie immer mit seinen Drachenschlägen. Ja, da ist er doch schon. Sieh dir das hier mal an. Shiryu, was macht er hier? Also ist es wahr. Dieser Mann ist ein Saint, genau wie du. Unglücklicherweise steht auch er unter der Kontrolle eines Kubus. Bitte entsenden Sie mich, Direktor. Ich muss ihn retten. Ich glaube an dich, aber ich kann dich nicht alleine gehen lassen. Was? Shiryu ist ein Freund und ein Saint, der dir ebenbürtig ist. Wenn zwei derart mächtige Saints aufeinander prallen und ihre Fähigkeiten gegeneinander richten würden, denkst du nicht, dass das allein bereits gefährlich wäre? Woher wissen Sie das, Direktor? Das erzähle ich dir später. Zane, du wirst ihn begleiten. Ich weiß, ich kann dir vertrauen. Na klar. Tschakka. Shiryu. Das ist die Zuflucht. Ich werde niemanden einlassen. Shiryu, erkennst du mich denn nicht? Hast du deinen Eid als Saint vergessen? Shiryu, komm wieder zu dir. Das bist doch nicht du. Gay? Sorry, also es soll jetzt keine Beleidigung sein, aber... Ihr wisst, wie ich's mein. X loslässt. Oh, okay. Oh. Ja, gut. Da scheint es wohl ein klitzekleines Problemchen gegeben zu haben und es lädt nicht weiter, das Spiel. Yay! Okay, dann beenden wir das Ganze mal und starten es nochmal neu und hoffen, dass wir diesen Kampf nicht noch einmal machen müssen. Also, falls sowas mal passiert, es gibt eine altbewährte Tastenkombination, nennt sich Alt F4. Und Alt F4 funktioniert nicht. Das auch nicht. Taskmanager.
Jump Force. Und schließen. So, kurzen Moment. Bibliothek, Jump Force Spiel. Easy Anti-Cheat. Oh, ich habe zwei Nachrichten. Zwei neue Gegenstände. Hui! Monkey D. Ruffy und 75% Rabatt auf Worms. Yay. So, dann gucken wir gleich mal, ob das Spiel jetzt weiter startet. Oder auch eben nichts. Ja doch, es startet schon mal. Das ist doch mal was. Ja. Bitte hab gespeichert. Bitte. Ich möchte diesen Kampf nicht noch einmal machen. Spiel starten. Sehen. Nein. Tipps. Und es lädt. Das ist doch schon, oder? Ja, es lädt. Puh. Das wäre jetzt auch echt beschissen gewesen. Hättest du jetzt nicht geladen. Also, mein Arbeitskollege, der auch das Spiel zockt, hat irgendwas gemeint, dass die Ladezeiten schneller geworden sind. Kann ich jetzt so mal nicht bestätigen irgendwie. Was mich die ganze Zeit mal interessiert. Naja, das gucke ich ein anderes Mal. Aber es müsste doch hier auch irgendwie so Grafik einstellen. Boah. Hui, ruckelt jetzt gerade ein bisschen. Könnte daran liegen, dass ich im Hintergrund gerade ein Video rendere. Ja Mann, ich muss den Einkampf nicht nochmal machen. Okay. Ja, auf jeden Fall, ich renne gerade im Hintergrund ein Video, eine neue One Piece Theorie und zwar eine mega mächtige One Piece Theorie. Falls ihr euch für One Piece interessiert, schaut auch gerne mal auf meinem Let's Play Kanal auf meinem Anime Kanal Faceful TV vorbei. Link findet ihr unten in den Beschreibungen. Egal, ob ihr bei Twitch, bei Mixer, Smashcast oder auf YouTube zuguckt, wie auch immer. Wenn ihr auf YouTube zuguckt, seid ihr eh schon auf dem Channel. Bla bla bla. Auf jeden Fall geht es in der Theorie um Komurasakis Teufelsfrucht und der Plan, Wano zu befreien. Ja. Ist halt alle ganz toll. Und jetzt laden mehr. Ja, er lädt. So, dann können wir ihm ja jetzt derbs auf die Fresse hauen. Och. Bam, bam, bam. 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 What the? Bam, bam, perfekter Konter. Was war denn das? Bam, bam, bam. Bam, bam. Bam. Aua. Fuck. Nein. Mami. So, Sand Tsunami. So, und weg mit dir. Tschüss. Pam. Verteidigung!
Ja, sehr wütende Drachenfaust. Bam! Ist irgendwas stimmt mit dem Kabel oder mit meinem Anschluss nicht? Oder? Wenn du B drückst, während ein Gegner versucht, dich zu werfen, kannst du einen Wurf Ausweichmanöver ausführen. Okay. Coole Sache. Folgendem. Zu schnell zum Lesen. Uff, Shiryu meint es wirklich ernst. Er hält sich nicht zurück. Das ist also das Aufeinandertreffen zweier Saiyans identischer Stärke. Der tausendtägige Krieg. Keine Sorge, Schreibfehler. Direktor, der nächste Angriff wird es beenden. Oder der Sensei ist einfach nur dumm. Eins von beiden. Umbras Kubus wird geborgen. Ja, das war jetzt ein komisches Ende. Irgendwie so abgehackt. Das habt ihr alles sehr gut gemacht. Ich muss dir danken, Saiyan. Wären es nur Saiya und ich gewesen, wären wir womöglich den Venoms zum Opfer gefallen. Würden Sie mir nun bitte sagen, Direktor, woher Sie wussten, was passieren würde? Ich habe einen Tipp bekommen von jemandem, der euch beide kennt. Was? Wer soll das sein? Es tut mir leid, aber die betreffende Person bat um mein Schweigen. Aber du kannst es den Willen Athenas nennen. Sie machen doch Witze, oder? Nun ja, es könnte tatsächlich ihr Wille sein. Shiryu, willst du denn gar nicht die Wahrheit erfahren? Ich weiß nur, dass wir beide zusammengeführt wurden inmitten dieses Wahnsinns. Dafür bin ich Athena zu Dank verpflichtet. Ja, du hast recht. Ich, Drache Shiryu Saint, gelobe feierlich, dass ich von nun an die J-Force unterstützen werde. Wir freuen uns, dich an Bord zu haben. Naja, mir ist das ziemlich wurscht. Nein! So, Weitergabe der eigenen Künste. Wie viele von diesen Schlüsselversionen sind das eigentlich noch? Die Story lasse ich es ja jetzt nicht gerade. Saiyan Trunks in New York wurden Venoms gesichtet. Außerdem deutet einiges darauf hin, dass es dort auch einen neuen Krieger der Chump-Welten gibt. Komm schon, Saiyan. Ich glaube, ein bisschen tiefe Stimme für Trunks. Aber ich kann mir auch diese ganzen Stimmen immer nicht merken. Zu viele Stimmen. Oh Mann, die Stadt ist komplett verwüstet. Das Signal der Venoms kam von irgendwo hier. Ich suche hier und du in die Richtung dort sehen. Ich glaube, das wird nicht was? Ich glaube, das wird nicht nötig sein. Wer bist du? Mein Name ist Kenshiro und heute werdet ihr sterben. Wird er von einem Kubus kontrolliert? Dank euch ist meine Welt in Flammen zum Opfer gefallen. All diese unschuldigen Leben einfach so ausgelöscht. Und jetzt werdet ihr dafür mit eurem Leben bezahlen. Halt, wir haben nichts getan. Du bist nicht du selbst. Du irrst dich. Diese schwarze Aura ist nichts als Trauer. Und meine Überzeugung im Namen der Liebe zu kämpfen. Sieht so aus, als wären wir gezwungen zu kämpfen. Dann legen wir mal los, Saiyan. Im Namen der Liebe, Mondstein, Flieg und Sieg! Halt, stopp, falscher Anime. Schneller Gegner. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Okay. Hm.
Bam! Bam! Oh, oh. Na, Verteidigung! Warum bin ich jetzt Lappen? Ja, wie lange geht es noch? Ah, ja, ist klar. Ja, Mann. Und bam. Bam. Oh, geh ab, Trunks. Mondstein, flieg und sieg! Ja. Oh oh. Ladebalken, Ladebalken! Oha. Kenshiro, ich kann deine Trauer nachvollziehen. Mein eigener Planet hat dasselbe Schicksal erlitten. Deine Trauer mag echt sein, aber deine Entschlossenheit für die Liebe zu kämpfen ist es nicht. Du wirst von einem bösen Willen manipuliert. Zane, schnapp dir den Kubus. Okay. Roboter, auf geht's. Du bist wieder mal dran. Weil ich kann das nicht. Kenshiro, ich habe eine Bitte an dich. Bitte schließe dich uns an und hilf die Welt zu retten, im Namen der Liebe. Nun gut, so soll es sein. Lasst uns gemeinsam kämpfen. Danke. Was? Was? Halt. Muskeltyp und lila Haar. Ersatz Shinigami. Ein Bleach-Charakter. Stimmt, Renji. Es gibt Berichte über einen jungen Mann mit einer dunklen Aura. Ich will, dass sie der Sache nachgeht. Stammt die Person von den Jump-Welten? Vermutlich. Sein Name ist Ichigo Kurosaki. Es heißt, er habe die Macht eines Shinigami, also seid vorsichtig. Shinigami? Klingt wie Botan. Hehe, macht für mich keinen Unterschied. Komm, Zane. Was ist ein Botan? Ich spüre Seelenenergie oder ist es Dämonenenergie? Wie auch immer, das muss es sein. Oh, sieht aber komisch aus mit den Augen. Die Macht des Kubus wird verschlungen. Komm schon, zeig mir, was du kannst. Come on, show me what you got. Ja, so macht man das. Na dann, auf geht's. Bam. Was? Er hat gerade seine Energie aufgeladen. In die Fresse. Bam. Nein, 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 nein! Huhuhu, das war knapp. Wow, wow. Bam. Bam. Ach, komm schon. Wow, 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 wow. Ja.
Komm schon, ein bisschen. Ja, Mann, und weg mit dir. Wutschu. Bye, bye. Komm schon, das muss doch jetzt was werden. Ich habe halt keine Leben mehr. Abwehren! Abwehren! Alter, jetzt hör mal auf, abzuwehren! Boom! What the fuck? Ich habe ihn doch auch getroffen mit meiner Fähigkeit. Oh Mann. Manchmal macht das Spiel keinen Spaß. Manchmal. Und tschüss. Bam, bam, schön ausgewichen. Achso, shit, das ist eine Ausweich. So, okay, jetzt ist eine defensive Attacke. So, die blocken wir jetzt. Okay. Bam, in die Fresse. Dann machen wir es halt so. Bam. Oh, abwehren, 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 abwehren. Bam. Bam. Snipe, Schuss und tot. So macht man's, Badges. Das war anstrengend. Jetzt sehen. Umbras Kubus wird geborgen. Wo bin ich? Autsch. Habt ihr mir das angetan? Wir schlagen ganz schön fest zu, was? Ich kann auf jeden Fall wieder klar denken. Wer seid ihr Typen? Wir sind die Sailor Krieger. So viel dazu. Meine Welt wurde von den Venoms vollständig überrannt.
Hört sich an, als ob alle Welten gerade Probleme hätten. Ich kenne nicht alle Details, aber unsere Soul Society ist besorgt. Sie sagen, es sei gefährlich, wenn die Jump-Welten verbunden sind. Also bist du hier in der echten Welt, um uns zu kontaktieren? Genau. Ich kann nicht glauben, dass ich so einfach und schnell überwältigt wurde. Es gibt keinen Grund, sich zu schämen. Ich muss tief in mein Innerstes blicken, um meine Kraft zu finden. Tue ich das nicht, wird unsere Welt den Venoms zum Opfer fallen. Wir stecken alle hier gemeinsam drinnen. Ichigo Kurosaki, Ersatz Shimigami, zu Diensten. Yay! Same Kurosaki Ichigo. Das ist doch schon mal so. Darauf ein Freudensprung. So, wen können wir denn jetzt noch abholen? Die aufgeweckte Jugend. Wer könnte denn das sein? Vielleicht ja Bo.